Wir reagieren auf Frankfurt. 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 Frankfurt reagiert auf uns. Sie sind hier auf einer Veranstaltung des Historischen Museums. Wir starten heute die Sommertour 2016 des Stadtlabors. Ja, wir sind hier oben im Norden von Frankfurt. Okay, also wir sind in Frankfurt und zwar auf dem Unicampus in Bockenheim. Wir sind hier gerade am Weckmarkt auf der Rückseite des Doms. In der Weihhalle der Unitarier. Durchs Gallus gegangen, durchs westliche Teil des Gallus. Wir sind gemeinsam durch Frankfurt gelaufen. Ich begrüße Kai Söldner, Red Park, Hausgemeinschaft Wingertstraße 21, Melanie Hartlaub und Thomas Gerber, unsere Postkolonial, den Holger Jensen, Akademie Frankfurt. Ganz unterschiedliche künstlerische Positionen. Einerseits modernes Leben, andererseits moderne Urbanität, wie wir das erleben und der Zeitgeist, der gegenwärtige. Wie muss ein Stadtmuseum für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sein? Wir sitzen in einem Wohnwagen, das ist unsere mobile GPS-Bar. Mit diesem Wohnwagen tauchen wir diesen Sommer an mehreren, insgesamt 5 verschiedenen Orten in der Stadt auf. Orte, die mit Widerstand und Aufruhr zu tun haben in Frankfurt, in der Stadtgeschichte der letzten 100 Jahre eigentlich, kann man sagen. Und diesen Dingen gehen wir nach und haben hier praktisch so Fotos zum einen, dann haben wir Tondokumente, wir haben Videomaterial, die wir hier zeigen. Dann haben wir draußen noch eine Soundinstallation von den Künstlern von Monorain. Und da geht es nochmal um ein anderes Thema, und zwar um Seife kochen. Und diese Sounds, die man jetzt draußen hört, das ist tatsächlich der Produktionsprozess der Seife. Da sind wir in der Recherche darauf gestoßen, dass einer der Revolutionäre in den Wachenstürmen war der Georg Mouzon. Der kam damals in Festungshaft für 5 Jahre. Wegen Hochverrat, weil er versucht hat, eben in Frankfurt und in Deutschland die Revolution zu starten. Der kam in Festungshaft und als er rauskam, hat er den Seifensiederbetrieb von seinem Vater übernommen. Und dieses Seifenunternehmen, das ging in den 70er Jahren pleite und mittlerweile ist das Künstlerhaus Mouzon-Tüm drin. Für uns war eben dieser Link zwischen Revolution und dann einmal Kapitalismus und Industrialisierung und aber eben auch Seife irgendwie ganz spannend. Ja, also wir sind hier gerade am Weckmarkt auf der Rückseite des Doms und vor dem Karikaturamuseum, weil wir genau an diesem Fleck eine kleine Installation aufgebaut hatten. Die Grundidee war nämlich die, Abgüsse abzunehmen aus der noch bestehenden Altstadt in Altsachsenhausen von tatsächlich historisch noch bestehenden Bauten. Eben in die Nähe der jetzt entstehenden Rekonstruktionen zu schaffen, um darauf hinzuweisen, dass wir in Frankfurt tatsächlich über diese historische Altstadt verfügen, die kaum jemand tatsächlich zu kennen scheint. Genau, und jetzt sind wir hier in Altsachsenhausen, in diesem Teil von dieser Altstadt, der halt noch existiert und der irgendwie aber ziemlich runtergekommen ist. Also 2 Abgüsse sind aus dem Gewölbe und der 3. Abguss ist eben direkt aus dem Wohnturm entstanden. Also hier habe ich ein paar Tage drin verbracht, im Dunkeln, mit Taschenlampe. Bei schönstem Sonnenwetter draußen? Ja, tatsächlich, es war ziemlich cool. Was fehlt denn eigentlich? Fehlt tatsächlich die Fassade? Eine historisierende Fassade? Oder fehlt nicht vielleicht tatsächlich eher dieses Leben? Das wäre dann die Stadt im kulturhistorischen Sinn. Also die Stadt als Wohn- und Lebensort. Und Franz Adikes, der Oberbürgermeister, sagte zu der Zeit, es gibt so ein Zitat, es ist nicht ganz genau überliefert, aber so nach dem Motto, irgendwie von dem alten Zeug haben wir ja genug. Das können wir auch abreißen. So. Ja, darüber hinaus haben wir noch einen Stadtspaziergang angeboten. Da hat Ilja Drath, der sich sehr viel tatsächlich mit der Stadt Frankfurt auseinandersetzt, er hat uns dann ein bisschen was zur Entwicklung der Stadt erzählt.
Und dann sind wir rüber nach Altsachsenhausen gelaufen. Dadurch wurde, glaube ich, auch ziemlich schnell klar, was dann das Ansinnen der Arbeit war. Dieser Turm war auch zerstört, also das komplette obere Stockwerk stand quasi nur noch diese steinernen Mauern. Und die sind auch damals wieder aufgebaut worden. Und dieses Motiv des Wiederaufbauens und Zerstörens und immer wieder aufbauen und Abreißens und Wiederaufbauens ist ja irgendwie in dieser Stadt, finde ich, auch besonders stark. Ich würde jetzt mit euch weitergehen. Wir sind hier oben im Norden von Frankfurt in der Siedlung, in der Großwohnsiedlung, die heißt Ben-Gurion-Ring. Und das ist in zwei Stadtteilen. Das ist der Niedereschbach und Bonames. Diese Siedlung, die von den Leuten vor Ort der Bügel genannt wird, besteht aus lauter großen Häusern, 8 bis 11 Geschossen. Die Idee von diesen Elementarbautypen ist folgende: möglichst viele durchgesteckte Wohnungen, also Licht und Besonnung in beide Richtungen. Darum haben wir hier eine Rückseite mit lauter Balkonen und hier eine Südseite mit lauter Balkonen. Alle Wohnungen sind immer ausgerichtet nach Süden oder nach Westen zu einer Sonnenseite. Dann war die Idee natürlich viel Freiraum, darum diese durchgängigen Balkone. Und zwischen diesen Wohnblocks ist sehr viel Grün. Ganz große Bäume, ein Park, ein kleiner Weiher. Das hier ist der Weiher, den wir nachher bauen. Die ersten Gebäude, die entstanden sind, das sind diese zwei, auf die wir hier von hier aus blicken. Es gibt ganz große Vorurteile gegenüber diesen Großwohnsiedlungen. Und das sei eine ganz schäbige, heruntergekommene Gegend. Und wir wollten zeigen, und das haben wir heute auch gezeigt, und es kam auch durch die Sommertour viele Leute von außerhalb, dass das ein durchaus wohnenswerter Stadtteil ist. Wir sind gemeinsam durch Frankfurt gelaufen, und zwar fast 5 oder 6 Stunden lang. Einmal hier vom Historischen Museum über Sachsenhausen zum Koreanischen Garten. Und wir haben auf diesem Wege 40 oder eigentlich 37 Proben genommen. Und zwar von Orten, die uns auf diesem Wege wichtig erschienen und auf die wir irgendwie gestoßen sind. Diese Proben habe ich genommen und dann in einem homöopathischen Verfahren zu einem homöopathischen Mittel weiterverarbeitet. Dann habe ich das auf reine Zuckerkühlchen drauf napiert, und die wurden heute eingenommen von den Gästen. Die haben ein besonderes Selbstgespräch geführt. Das macht man in einem Rahmen, der irritiert, der aber gleichzeitig auch ein bisschen Halt geben kann. Was hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man tatsächlich irgendwie so ein bisschen abgeschirmt wird, um dieses Fokus auf einen selbst sich zu fokussieren? Na, also ich finde schon, dass es auf jeden Fall in einem nachklingt. Das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Stadtführung, Thema Gentrifizierung im Gallus. Die Idee war so ein bisschen aufzuzeigen, wie verlaufen die Gentrifizierungs-, Verdrängungsprozesse, was sind die Ursachen? Und vor allem irgendwie, was kann man dagegen machen, um eben wieder Verdrängung von einkommensschwachen Haushalten zu verhindern? Durchs Gallus gegangen, durchs westliche Teil des Gallus. Und da sieht man den so einen Widerspruch oder die Diskrepanz sehr deutlich. Und wenn man den alten Wohnungsbestand anschaut im Gallus und dann eben die Neubauten im Europaviertel, das ist natürlich eine andere Architektur, eine andere Ausstrahlung als in anderen Teilen des Gallus. Also auch im urbanen Raum unmittelbar sichtbar, die Klassenpolarisierung letztlich im Wohnungsmarkt. Das Europaviertel ist eines der größten innerstädtischen Entwicklungsprojekte in Europa gerade. Hier an dem Objekt war von Anfang an klar, dass es so ein Premium-Filetstück ist. Es wurde auch so kommuniziert. Ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wo man in relativ kompakter Form, auch noch sehr anschaulich, indem man durch das Viertel nochmal sich genau die konkreten Prozesse anschaut, so ein bisschen verstehen kann, genau, was ist Gentrifizierung und wie kann man, was sind die Ursachen und wie kann man die politisch beeinflussen. Solche Dinge sind nicht, fallen nicht vom Himmel und sind nicht naturwüchsig, sondern das Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und das heißt umgekehrt, wenn man Gentrifizierung tatsächlich verhindern will und die Verdrängung vor allem, dann braucht es erstmal diesen politischen Willen,
ja, überhaupt dafür zu sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum auch für Niedrigeinkommenshaushalte erhalten bleibt und neu geschaffen wird. Und im besten Fall, genau, gucken die Leute ein bisschen hinter die Fassade und sozusagen fangen an, sich stärker als bisher vielleicht auch mit diesen Prozessen auch aktiv auseinanderzusetzen, sich selbst einzubringen, sich vielleicht auch zu wehren, gegebenenfalls. Also so ein Moment des Selbstaktivwerdens. Wir sind Prag. Wir sind im neuen Frankfurt unterwegs. Dem neuen Frankfurt, das maßgeblich von Ernst May geplant worden ist, wo es ursprünglich um sozialen Wohnungsbau ging. Die Siedlungen sind wie so Linien, ja? Sie sind so Linien in die Landschaft. Von daher sind sie auch so fast wie so ein Modell. Linien, Dauer, Zeit, Farben, Einfachheit auch. Ich habe gestern mal versucht, der Logik zu folgen und habe mich dann dazu entschieden, es doch eher meditativ zu betrachten, zu genießen. Also ganz natürlich bricht auch mal was zusammen und es geht ja auch darum, das auszuloten, wie was ist möglich, was ist nicht möglich, und Teil unserer Arbeit ist ja auch die Dekonstruktion. Und wir haben eigentlich keine Endprodukt, ja? Also das Produkt ist diese 4 Stunden. Wir sind durch alle Siedlungen in der Stadt durchgefahren. Wir haben uns wirklich Zeit genommen. Und was ich ganz toll finde, also einige unserer Besucher jetzt in den letzten 2 Tagen haben gesagt, dass die zum ersten Mal in eine Siedlung gekommen sind, nur um unsere Performance zu sehen und etwas entdeckt haben. Also nicht nur unsere Performance, sondern wirklich eine Siedlung, die bis jetzt, obwohl die tatsächlich in Frankfurt wohnen, nicht gekannt haben. Gründung der Frankfurter Botschaft. Wir sind heute in der Weiherhalle der Unitarier. Es ist, wie ich finde, ein relativ vergessener Ort in Frankfurt. Es gibt diesen Bereich der Frankfurter Botschaft, die ein bisschen surreal oder teilweise auch parodistisch auf die Spitze getrieben ist. Was alles um uns herum in der Stadt passiert und was nicht passiert, Sie werden sich fragen, was ist überhaupt die Frankfurter Botschaft? Stadtgesellschaft! Also sozusagen die Idee, wir haben hier eine fiktive Institution errichtet, deren Sinn und Zweck nicht ganz klar ist, die sich auch selbst ein bisschen widerspricht und die, als performative Installation in diesem Raum hier stattfindet. Ich arbeite in einem kleinen Frankfurter Start-up-Unternehmen als Software-Entwicklerin, Status-Freelancerin. Da sind auch schöne und zarte Elemente natürlich dabei, aber es sind halt auch eine ganze Reihe von Elementen dabei, die gewissermaßen die Albträume unseres modernen Unbewussten sind. Die Institution, also sozusagen innerhalb der Spielwelt, ist es absichtlich so angelegt, dass nicht ganz klar ist, wofür ist überhaupt da. Das ist sozusagen die Idee. Und wir versuchen so etwas wie Frankfurt eben, abzubilden, das klingt jetzt zu realistisch, aber sozusagen so etwas wie das Unterbewusstsein von Frankfurt darzustellen. Wir haben viel, aber nicht alles gesehen. Wir haben viel, aber nicht alles erreicht. Wir müssen leider aus baupolizeilichen Gründen die Frankfurter Botschaft leider wieder schließen und wünschen Ihnen allen einen angenehmen Abend. Wir können sehen, dass Frankfurt aus ganz vielen verschiedenen Wohnformen so zusammengesetzt ist und dass es eine ganz große Vielfalt des Wohnens gibt. Wir lernen über die Stadt, dass es wirklich ein Frankfurt gibt, das sich eigentlich erstmal gar nicht über einen Kamm scheren lässt. Also Frankfurt ist gar nicht so doof, wie man immer glaubt. Es ist eine Entdeckungsreise auch für uns. Also wir waren auch für uns ein Stadtlabor und Tour.